Gegen die Ausgangsbeschränkungen in und um Madrid haben an diesem Sonntag tausende Menschen protestiert. In 37 sogenannten Gesundheitszonen, in denen die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus besonders hoch ist, dürfen die Bewohner ab diesem Montag nur noch mit triftigen Gründen wie Arbeit, Schule oder Hilfe für Bedürftige ihre Wohnungen verlassen. Besonders im Süden der spanischen Hauptstadt sind insgesamt mehr als 850.000 Menschen von den Beschränkungen betroffen. Einige fühlen sich deshalb ungerecht behandelt. Ich denke, das ist unfair. Es sollte auch in anderen Vierteln Einschränkungen geben, nicht nur in Vierteln wie hier. Eigentlich sollen wir hier bleiben, aber wir dürfen zum Arbeiten ins Zentrum. Das ist doch verrückt. Im gesamten Großraum Madrid dürfen sich nicht mehr als 6 Personen versammeln. Die Sicherheitskräfte überwachen die Einhaltung der neuen Regeln, sollten aber in den ersten 48 Stunden keine neuen Bußgelder verhängen. Um das Vorgehen zu koordinieren, trifft die Chefin der Regionalregierung der Hauptstadt, die konservative Isabel Díaz Ayuso, jetzt den Ministerpräsidenten Pedro Sánchez.